Hallo YouTube zu Tag 14 unserer Abnehm-Challenge. Die ersten 2 Wochen sind vorbei und es wird Zeit, mal über Ergebnisse zu sprechen. Und ich habe relativ viele Fragen bekommen, die ich euch gerne in diesem Video beantworten möchte. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr seid alle noch fleißig dabei und ihr habt auch gute Erfolge bis jetzt erzielt. Die ersten 2 Wochen sind vorbei und jetzt sollte sich langsam anzeichnen, wohin die Reise geht. Ob ihr bis jetzt alles richtig steuern konntet oder ob euch irgendwie noch Tools fehlen. Wenn euch irgendetwas fehlt, bitte immer gerne unten in die Comments reinschreiben. Ich werde dann darauf reagieren oder, wie es bisher war, auch gerne weiter über die Webseite gehen. Die meisten bevorzugen doch immer noch, uns eine E-Mail zu schreiben. Auch das ist natürlich okay und ich werde auf die Fragen jetzt eingehen. Erstmal, wie läuft es bei mir? Es läuft sehr, sehr gut. Ich merke an meinem Körper eine sehr, sehr starke Veränderung. Körperfett ist nochmal 1% weiter runtergegangen. Und vor allen Dingen, was für mich sehr interessant ist, meine Love Handles. Das ist so mein schlimmster Bereich, unterer Rücken, seitlich am Bauch, hinterer Rücken, unterer Rücken. Da ist das, wo sich bei mir immer das Fett sammelt. Und da ist das auch leider, was als allerletztes weggeht. Das verschwindet langsam. Ich werde hier gerader. Ich werde von der Seite schmaler. Also bei mir, ich habe alles richtig eingestellt. Ihr wisst ja, was ich an Kalorien benutze, das habe ich euch in den anderen Videos ja bereits gezeigt, auch wie ihr es selber steuern könnt, wenn es für euch nicht klappt. Das heißt, bisher alles super und ich denke, ich bin zum Beispiel schon mal auf dem richtigen Weg. Jetzt geht es aber um euch. Wir haben ein paar Fragen bekommen, auf die ich jetzt gerne eingehen möchte. Die Frage Nummer 1 ist, wenn ihr relativ viel Gewicht verliert, was passiert mit überschüssiger Haut? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn jemand wirklich mal 20 Kilo oder 30 Kilo verliert, was kann man machen, damit die Haut halt nicht so hängt? Und da gibt es relativ viele Dinge, die da zusammenkommen. Zum einen ist es Genetik. Es gibt Menschen, die haben damit massive Probleme, die haben schlechtes Bindegewebe. Bei denen fängt das schon bei relativ wenig Gewicht an. Das sind auch meistens die Leute, die schnell zu Wachstumsstreifen, Schwangerschaftsstreifen neigen. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Bei mir zum Beispiel ist es Gott sei Dank nicht so. Ich habe es ein bisschen an den Beinen, weil ich mal sehr massiv Beintraining gemacht habe und da sehr schnell zugenommen habe. Aber sonst am Oberkörper habe ich damit Gott sei Dank nicht so viele Probleme. Trotzdem gibt es natürlich Tipps, die ich euch geben kann. Tipp Nummer 1 wäre, versucht Vitamin C hoch zu supplementieren, weil Vitamin C auch für die Hautelastizität zuständig ist und euch da wirklich, wirklich gut unterstützen kann. Tipp 2, versucht jeden Morgen eiskalt zu duschen. Es hat nicht nur den Vorteil der Haut, es hat auch noch andere Effekte. Aber wenn es um die Haut geht, es hilft euch einfach, dass die Haut sich schneller wieder zurückbilden kann. Es ist ein ganz kleiner Tipp, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich ein Riesenunterschied. Macht das mal 2, 3 Wochen, ihr werdet sehen, es passiert einiges. Tipp Nummer 3 ist Freiöl. Im Prinzip ein gutes Öl, was ihr auf die Hautstellen auftragen könnt, immer vor dem Training und am besten auch noch einmal morgens, damit die Haut wirklich optimal versorgt ist. Und dass ihr da, ihr gebt, was ihr könnt. Der letzte Tipp ist, generell versucht nicht zu schnell abzunehmen. Das ist nämlich eigentlich der größten Probleme, dass die Leute sagen, ich möchte 30 Kilo abnehmen und am besten morgen. Kann ich total gut verstehen. Ich bin genauso, wenn ich es kann, würde ich auch relativ schnell hingehen. Aber ich musste mich einfach dazu konditionieren, nicht zu schnell zu werden. Weil es bringt euch nichts. Ihr seid dann zwar sehr schnell mit dem Gewicht fertig, aber ihr seht, je nachdem sogar schlimmer aus als vorher. Und das will ja kein Mensch. Und diese Haut zurückzukriegen, ist teilweise wirklich ein großes Problem. Darum würde ich euch empfehlen, versucht es langsam zu machen. Gebt eurer Haut die Chance, da mitzugehen. Ja. Eine weitere Frage, die wir bekommen haben, auf die ich jetzt auch noch ganz gerne eingehen möchte, ist, wie tief kann ich mit den Kalorien gehen und welche Makros sollte ich beschneiden? Da habe ich schon ein paar Videos drüber gemacht. Aber wichtig ist, was ihr auf keinen Fall verändern dürft, ist euer Protein. Das Protein ist im Prinzip das, euer Eiweiß, was ihr immer auf einem konstanten Level halten solltet, womit ihr nicht zu viel Variationen reinbringen könnt. Was ihr machen könnt als allererstes, sind die Kohlenhydrate runterschrauben. Mit den Kohlenhydraten könnt ihr im Prinzip eure Kalorien relativ gut einstellen. Wichtig ist nur, versucht auch da, wenn ihr Krafttraining macht und jetzt nicht in eine ketogene Ernährung gehen wollt, die natürlich nochmal ein anderes Thema ist, nicht großartig unter
100 bis maximal vielleicht 80 Gramm zu gehen. Darunter geht ihr in die Ketose, dann müsstet ihr aber alle Makros umstellen. Dann ist es, das ist eine komplett andere Geschichte. Das kann man auch mal kurzfristig machen, wenn man zum Beispiel sagt, man hat ein bestimmtes Ziel, ein Fotoshooting, ein Auftritt, was auch immer. Dann kann man auch noch einiges tiefer gehen, aber das muss dann anders gesteuert werden. Das ist nicht ganz so einfach. Es hat halt auch Nachteile, wenn es falsch gesteuert wird. Deswegen versucht einfach nicht zu tief zu gehen. Gut, das waren jetzt die Fragen, die bisher kamen, die wichtig waren. Wichtig ist, falls ihr noch weitere Fragen habt, falls euch irgendwas einfällt, bitte gerne Kommentare schreiben. Ich bleibe dabei. Ich werde euch immer wieder einmal die Woche informieren, wie es läuft. Es läuft generell, wie gesagt, sehr gut. Und ja, wir sehen uns in einer Woche.